Und er hat einen riesen Fundus bei sich in Bramo, wo er lebt. Und aus dem werden wir auswählen. Es ist sozusagen sehr sprudelnd und durcheinander. Und deswegen sprechen wir auch vom Ausschwärmen der Bilder. So, das Bilderbuch ist das eine. Eine Doppelausstellung wird es ja auch geben. Es geht um den Künstler Dieter Zimmermann. Wir sind heute in der Sparkasse. Sie vom Kunst- und Kulturförderverein unterstützen das Ganze mit. Es soll ein Bilderbuch geschaffen werden. Wie groß ist die Freude? Was bedeutet denn das? Also die Freude ist schon ganz schön groß, weil insofern wir noch nie so eine Sache gemacht haben. Wir haben schon mal Hefte, Kataloge oder für Künstler gemacht. Aber das war uns so ein bisschen ein inneres Anliegen, weil ich glaube, Dieter Zimmermann ist, wenn man hier so in die Region guckt, wirklich einzigartig. Und es ist auch ein bisschen die Idee, das habe ich vorhin gar nicht gesagt, ihn über die Region hinaus unbedingt nochmal bekannt zu machen. Ja, er ist so eher jemand, der im Rückzug lebt, er lebt ja da am Spreewaldrand und er kümmert sich nicht wie andere Künstler ums Image und da müssen wir ein bisschen was dran machen und da hoffe ich, dass Titel Zimmermanns Bilderbuch mithilft, ihn weiter bekannt zu machen, auf jeden Fall. Ja. Wie soll das jetzt aufgebaut sein? Das Buch soll entstehen, was soll da konkret alles drin sein, welche Werke? Wie wird es aufgebaut sein? Vielleicht auch, wie geht man denn am besten vor aus Ihrer Sicht? Also es ist so, dass wir erstmal natürlich mit dem Künstler zusammen, wir können es ja nicht geheim halten, obwohl wir das gern gemacht hätten, aber es geht natürlich nicht, Werke auswählen. Also wir haben eine Wunschliste einfach und wir wählen aus. Und er hat einen riesen Fundus bei sich in Bramo, wo er lebt. Und aus dem werden wir auswählen. Wir haben aber auch natürlich noch Material. Ich als Kunstwissenschaftler habe natürlich auch zu Hause eine Menge schon an Dingen älterer Arbeiten und so. Und das werden wir zusammenstellen und dann gucken, wie man so ein Buch baut. Wir wollen jetzt nicht so ein Buch, wo ein klassischer Kunstband ist, wo die Abbildungen eine nach der anderen ganz sorgsam und wunderbar kommen, sondern es soll durcheinander gehen. Es soll purzeln. Wir haben die Idee, hatte ich vorhin kurz erläutert, dass es, er macht immer gerne so eine Postbriefzeichnung oder wie soll man das benennen, also so mal Malereien auf Postkarten und Briefumschlägen und da wollen wir auch unten immer mal so eine Reihe, gerade wenn so kurze Texte sind, wird so eine Reihe ein bisschen durchlaufen, das ganze Buch. Ansonsten wird es sehr spielerisch sein, es wird auch ein bisschen kompakt sein im Sinne, so wie Zimmermanns Kunst hier hinter uns ja auch ist, die so sprudelnd vielfältig ist, dass man sie auf den ersten Blick auch gar nicht erfassen kann. Es soll also auch ein bisschen Spaß machen, dass man in diesem Buch blättert und immer wieder eintauchen kann. Aber dann gibt es auch wieder Ruhepole, wo wirklich einzelne Werke natürlich auch richtig sorgsam abgebildet werden. Dann gibt es wieder mal Ausschnitte, dann gibt es vielleicht auch wieder mal Ausstellungseinblicke. Gerade seine, was ich vorhin erwähnte, Quadratur des Spreewaldes lebt ja eigentlich erst von dem Blick in den Raum hinein oder auch der Grübelzwang. Und so wird sich das eine oder andere abwechseln. Und ja, manche Ideen entstehen natürlich auch erst, wenn wir das Material auf dem Tisch haben und mit dem Grafiker dann gemeinsam das erarbeiten. Im Übrigen, den habe ich gar nicht erwähnt. Der Grafiker wird Andreas Klose sein, der hier am Staatstheater lange Jahre gearbeitet hat und mit dem ich zusammenarbeiten durfte, als ich noch im Dieselkraftwerk war. Und mit dem habe ich super gute Erfahrungen gemacht. Der hat eben zum Beispiel auch diesen Katalog zur Quadratur des Spreewaldes gemacht. Also da haben wir auch jemanden im Boot, der sich gut auskennt mit Zimmermann. Das ist ja auch wichtig. Ne? Genau. Sie meinen, die Werke sind einzigartig. Im Hintergrund sehen wir auch schon eins hier in der Sparkasse. Was machen denn die Werke tatsächlich so besonders? Also was machen sie besonders? Es ist erstmal die eigene Handschrift. Zimmermann hat so einen skurrilen, durchwachsenen Stil, wo zum Teil, hier ist es ja eigentlich ein bisschen abstrakt, aber wo die Formen ganz eng aneinander sitzen. Man könnte sagen, es ist Comic oder Bildergeschichte. Es ist sozusagen sehr sprudelnd und durcheinander. Und deswegen sprechen wir auch vom Ausschwärmen der Bilder. Schon auf einem Bild selber, wenn Sie unten die Zimmobilien sich angucken, da passiert ja unendlich viele und man kann sich viel zusammenreimen. Es hat tiefsinnige Momente, aber es hat genauso aberwitzige Momente. Es ist so ein bisschen wie das Leben selber mit Höhenflügen und Abstürzen und es sozusagen ist so ein bisschen wie ein Welttheater, was er da in seinen Arbeiten immer wieder zusammenträgt. Aber es gibt auch, wie wir hier eben haben, abstrakte Sachen manchmal oder Einzelnes, sehr sorgsam dann bedachte Formen. Aber er ist natürlich ein Figurenmaler. Ja? Also
Also das ist insofern ein Stück eine Ausnahme. Da braucht er ja wahrscheinlich mal meditative Ruhe, um das schön zu machen. Und ansonsten, wie gesagt, er lebt einfach mit seinen Figuren und taucht dann natürlich auch manchmal auf, so als Kürzel, ne, mit dem Zauselbart. So, das Bilderbuch ist das eine. Eine Doppelausstellung wird es ja auch geben. Wann und wo konkret? Also die Doppelausstellung, das war so die Idee mit Heiko Strehler-Pohl, die wird einerseits, ich sage jetzt mal, zwar von der Kunsthalle Lausitz organisiert an dem einen Ort, ist aber, und das ist toll, in der Segeltuchfabrik, die extra zum ersten Mal für so eine Ausstellung hergerichtet wird, und bei uns in der Galerie Marie-Mix in der Marienstraße 23. Das wird an einem Abend eröffnet, nämlich am 2. Dezember, ist ein Freitag, 20 Uhr, und wir in der Marienstraße zeigen halt Arbeiten auf Papier, und bei Heiko Strehler-Pohl in der Segeltuchfabrik werden Gemälde auf 3 Etagen sein, und das werden auch die ganz frühen Sachen sein. Er hat mit Hinterglasmalerei sehr viel gearbeitet in den 70er Jahren und natürlich auch Auszüge aus Quadratur des Spreewaldes, aus dem Grübelzwang, und dann gibt es ja noch die Baumserie und dann endlos. Ja. Und das Buch wird es wann zu kaufen geben? Das Buch wird es natürlich an diesem 2. Dezember zu kaufen geben, wenn alles gut geht, aber das wird gut gehen, und wir werden sogar vorher in der Vertretung des Landes Brandenburg in Berlin präsentieren am 1. Dezember. Da haben wir auch einen Pressetermin, und ja, wir hoffen, dass es viele Freunde findet.